wenn wieder diese Leichtigkeit, dieses Spiel in dein Leben kommt, immer mehr, dann brauchst du auch keine 5 Stunden am Tag zu meditieren. Es ist die Einstellung, mit der du die Dinge angehst, mit der du die Dinge umsetzt und wie du dein Leben führst. Und da mag es völlig egal sein, was du machst. Es kommt darauf an, wie du es machst. Hi Leute, heute geht es darum, wie du weniger gestresst bist, weniger Stress hast, ohne 5 Stunden am Tag zu meditieren. Und zwar die eigentliche Ursache, wenn du gestresst bist, es sind meist nicht die Situationen, weil eine Situation die für den einen völlig überfordernd ist, ist für den anderen häufig ein Klacks und er macht es ganz gemütlich, ganz entspannt, ganz locker, ganz ruhig. Das ist der Punkt. Und du brauchst keine 5 Stunden meditieren, du brauchst nicht ewig Zeit dafür, was jeder immer befürchtet, wenn er weniger gestresst sein möchte, wenn er Stabilität aufbauen möchte. Häufig ist es nur eine kleine Sache, die du dauerhaft umsetzen musst. Und es ist auch nicht mal schwer, weil dann viele denken, oh, es ist ja anstrengend, es umzusetzen. Nein, ist für dich Zähneputzen anstrengend. Wenn du was mal zu einer Routine gemacht hast, dann ist es nicht mehr anstrengend, dann gehört es zu deinem Alltag. Und es reichen schon einfache Übungen, Körperübungen, Atemübungen aus, dass du wieder immer mehr hier in die Realität kommst. Das ist nämlich der eigentliche Punkt, worum es geht. Wenn du weniger gestresst sein möchtest, wenn du weniger schlechte Laune haben möchtest, weniger diese depressiven Phasen, was man so nennen kann, ja, schlechte Stimmung, schlechte Laune, so verkopft sein, so ernst. Ernsthaftigkeit ist eigentlich der Tod. Das Leben ist Freude, das Leben ist Leichtigkeit, es ist Spaß, es ist ein Erlebnis, es ist ein Abenteuer. Und wie du da wieder hinkommst, ist eigentlich der grundsätzliche Punkt ist, du denkst im Moment, du bist dein Kopf, du bist deine Gedanken. Du bist so ernst und denkst, es ist so wichtig, was du machst. Aber im Endeffekt ist es überhaupt nicht wichtig, es ist unglaublich unwichtig, was du machst. Das Universum ist so riesig und in diesem Universum ist unser Sonnensystem klein und in diesem kleinen Sonnensystem hast du eine ganz kleine Erde. Und auf dieser ganz kleinen Erde bist du ein mini, mini, mini Fleck. Und du denkst aber, deine Probleme sind so wichtig. Aber es sind deine Probleme nur in deinem Kopf. Aber du denkst, du bist dein Kopf. Und dein Kopf ist nicht dominant. Daher kommen auch dann irgendwann, wenn man sowas zur Spitze treibt und immer mehr in seinem Kopf lebt und nicht in der Realität, kommen auch Selbstmordgedanken und so weiter. Wenn du wieder mehr in die Realität kommst, dann merkst du, das Leben, was du bist, das Leben möchte immer leben. Es möchte komplett da sein. Es möchte komplett wach sein. Und es möchte erfahren werden. Und du merkst, deine Gedanken, die sind in Ordnung, du kannst die haben und du kannst dein Gehirn benutzen, um Sachen zum Funktionieren zu bringen. Aber es ändert nichts an deiner Lebensqualität. Deine Lebensqualität ändert, wie du drauf bist, ändert deine Einstellung, ändert dein Bewusstsein. So, und wenn du wieder mehr ins Leben kommst, zum Beispiel, wenn du dir die Nase zuhältst, dann merkst du, diese Energie dahinter, hinter deinem Atem, das Leben, es möchte leben, es möchte da sein. Aber dein Kopf, diese Ernsthaftigkeit, die hat da Zweifel, weil alles, was du mit dem Verstand betrachtest, es wird alles nur zerdacht. Und es gilt wirklich, wieder aus deinem Verstand rauszukommen, wieder zum Leben hinzukommen, wieder die Realität wahrzunehmen. Das ist der Punkt. Und wenn du dir jeden Moment bewusst machst, jeden Tag, wie unwichtig das ist, was du eigentlich machst, wenn wieder diese Leichtigkeit, dieses Spiel in dein Leben kommt, immer mehr,
dann brauchst du auch keine 5 Stunden am Tag zu meditieren. Es ist die Einstellung, mit der du die Dinge angehst, mit der du die Dinge umsetzt und wie du dein Leben führst. Und da mag es völlig egal sein, was du machst. Es kommt darauf an, wie du es machst. Wie ich zum Beispiel dieses Video hier mache. Vielleicht merkst du, dass ich es einfach fließen lassen kann, dass es mir Spaß macht, dass es Freude macht. Und dir macht es bestimmt dann auch Spaß, es anzuschauen. Und es bringt dir vielleicht auch mehr. Aber das ist nur, weil die Qualität, das innere Empfinden vom Leben dominant ist und man es fließen lassen kann. Es benötigt keine Anstrengung mehr. Aber wenn du im Kopf bist, dann zerdenkst du alles. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass der Kopf schlecht ist. Nein, aber du darfst nicht denken, dass du dein Kopf bist. Es ist ein Unterschied. Das ist wie wenn du irgendwo ein Glas Wasser stehen hast. Erst sagst du, es ist mein Wasser. Und irgendwann fängst du an, nach einer Zeit zu sagen, ich bin das Wasser. Du bist nicht dein Verstand, du bist nicht deine Gedanken. Aber das musst du in eine Erfahrung bringen. Und dazu gibt es zum Beispiel einfache Yoga-Übungen. Yoga Namaskar, die ich jeden Tag eigentlich gemacht habe. Das ist eine ganz einfache Übung. Aber da geht es halt, die Dauerhaftigkeit aufzubauen, dass du immer mehr in diese Vogelperspektive kommst, deine Gedanken beobachten kannst und das Leben wieder, dieser Atem hinter dir, das Leben wirklich dominant wird und nicht mehr deine Gedanken, dass du in die Realität kommst und nicht mehr abhängig bist von Gedanken, die nicht die Realität sind. Der Gedanken ist irgendwas aus der Vergangenheit oder deine Vorstellung. Du stellst dir irgendwas vor, was in Zukunft vielleicht eintreten könnte, aber jetzt nicht ist. Und in 99% der Fällen tritt es nicht ein. Und genauso denkst du über irgendwas aus der Vergangenheit nach, aber es ist schon vorbei. Das aus der Vergangenheit ist schon vorbei, okay? Und das ist der eigentliche Punkt. Das ist der Punkt. Also raus aus dem Kopf. Und das Leben dominant machen. Und das machen Atemübungen, das machen ja, Yoga-Übungen, Körperübungen, gewisse Techniken, aber du musst sie auch dauerhaft durchführen. Das ist der Punkt. Ja, das ist das Wichtigste. Wenn du magst, kann ich dir auch gern dabei helfen und wirklich dich immer daran erinnern. Weil das ist nämlich das auch, was ich in der Zusammenarbeit mache. Wirklich zu schauen, dass du das immer umsetzt und dass man dann individuell wirklich immer auch schaut, okay, wann kann man das Maß mal anpassen, wo kann man da ein bisschen es verfeinern, welche Übung kann man da machen, okay, aber auch wirklich dann, dass du da auch dabei bleibst und es dauerhaft umsetzt, weil es ist nicht das, was du mal einen Tag machst, es ist nicht das, was du mal ein paar Wochen machst, es ist das, was du ein Jahr lang machst, es ist das, was du 10 Jahre lang machst, wo dich weiterbringt. Und dann merkst du, dass das Leben immer dominanter wird. Und das ist super schön zu sehen. Ja. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag heute und mach's gut. Und bis dann. Ciao.